Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind wir auf dem DFB Campus Fußballgelände. Es sieht hier unglaublich aus. Im Hintergrund die Skyline von Frankfurt. Und heute geht es um 2000 Euro in dieser Fußball-Challenge. Du hast zugestimmt, ne? Ich habe zugestimmt. Das Ding ist, einfach Jahresgehalt. Das Ding ist, wir haben halt schon 2 Challenges gemacht. Und die Leute, die bisher schon gewonnen haben, die können richtig dicke Butts machen. Und die bisher nicht gewonnen haben, die wollen quasi im Verlust wieder raus. Ja. Aber es kann auch richtig schief gehen. Aber das Problem ist, man reißt sich immer mehr in die Scheiße rein und das könnte heute passieren. Egal, ich habe bisher schon gewonnen. Also. Ist doch bei uns einfach auch Spaß. Freunde, lasst ein Like da, wenn ihr so eine Challenge öfters sehen wollt. Millionär. Millionär einfach, Digga. Was für Spaß. 1.500 Euro. Das ist doch das Fußball, da rein. Fußballspiel, das hier zählt heute. Wir werden aber nicht vergessen. Und wir haben richtig geile Challenges dabei. Let's go. Okay, Freunde, wir kommen zur ersten Challenge. Für jedes Tor gibt es 10 Punkte. Das heißt, wer hier am Ende der Challenges die meisten Punkte hat, der gewinnt. 5-Ball-Challenge. Hier liegt ein Ball, da, da, da und da. 5 Schüsse, 1 Durchgang, Heisen geht ins Tor, ich schieße. Heisen hat ein Wörtchen mit mir zu sprechen hier. Ich glaube, er macht richtig ernst. Man darf mit dem Ball, wo man will, anfangen. Man darf auch die Reihenfolge sich aussuchen. Man kann machen, wie man möchte. Ich fange, glaube ich, mit dem Elfmeter an, um zu wissen, ob ich schon mal einen Punkt habe oder nicht. Bist du ready? Let's go! Ich muss ein paar Punkte im ersten Durchgang holen. Ah, wichtig! Der erste Tritt. Und wir gehen direkt weiter. Oh, boah, er hat Fuß gebrochen. War das so ein steinharter oder was? Bruh. Ah, mittig. Hey, welchen mache ich? Den zuletzt. Oh, der ist schlimm. Tschüss, hat sich fast reingesenkt. Ja, du brauchst mehr Punkte. Oh, gute Posi. Ronaldo, ja. Ja. Lach! 20 Punkte für Wakes Flakes, also 2 Tore, wichtig. Ja, Keeper war Quatsch. Sag ich ehrlich, Keeper war Quatsch. Lieber Kahn geht bei Heisen ins Tor. Okay, Leute, ich weiß, ich bin nicht der beste Keeper. Weiß nicht, ich mag das nicht so, Digga, dieses Hinspringen. Hechten und so, ne? Aber der Mann im Tor, der liebt das. Ich bin sehr gespannt, wie viele Bälle du reinmachst. Heisen startet bei Elfmeter. Oh, den Stopper hast du von mir, ne? Drones! Next one. Boah, Junge, der hämmert die da auch rein. Kreisliga-Stürmer. 9 Spiele, 12 Tore, Männer. Kreisliga 7 in Hamburg. Richtig und richtig. Und der letzte. 2 sind schon. Den darfst du mir nicht vorlegen oder so, ne? Nee, den musst du direkt. Au, oh, bisschen Tempo hier, was das? Wir sind hier nicht irgendwo. Was? Wo bist du hier? Wir sind auf dem DFB-Campus. Ja, so nämlich. Auf dem DFB-Campus wird so gespielt. Havertz, ich melde mich. Digga, er rotzt da rein. Das sind Dennis Handschuhe. Ist mir scheißegal, Mann. Die werden Klebe heute hier. Für Torwart. Wir werden dick neue kaufen. Geil, 3 Punkte, 2 ist ehrlich strong. Aber du hättest sogar mehr Punkte machen können, ich schätze mal heftig. Danke, Brudi. Mal gucken, was ich will. Bruh. Das ist Skandal, 11er vergeben. Boah, ausgeguckt. Ausgeguckt. Mit Schweden-Trikot beim DFB-Campus. Oh, Olli. Digga, was ein falscher Fofi, aber das darf ich gar nicht sagen. Okay, der ist jetzt... Ich fette einfach auf, entweder er geht über den Zaun oder man hat einen Scheiße, sehr egal, er hat Angst. Dein Schuss von 8 war so gut wie meine. Egal. Freunde, wir haben wieder heute eine Sache gelernt. Wakes wird niemals Torwart. Niemals. Okay, Freunde, ich dachte echt, mit 2 Toren bin ich gut dabei. Die beiden machen einfach jeweils 3. Seid ihr Profis geworden, oder was? Junge, das war bodenlos, was du reingelassen hast. Ja, ich werde halt kein Torwart, ist klar. Freunde, als nächstes 3x1 gegen 1. Ich 3x gegen Danny, Heisen 3x gegen mich? Ja. Du hast so Glück, ne? Nein, ich weiß nicht. Jetzt hältst du alles. Egal, ich muss jetzt Punkte holen. Wichtig, und die dritte Challenge, die wird geisteskrass. Vertraut mir, die wird richtig geil. Okay, Freunde, erster Durchgang Wakes Flakes. Ready? Bruh. Nein! Was soll ich machen? Du warst schon am Zurückgehen, das darfst du nicht. Du darfst nicht zurückgehen. Sobald man stehen bleibt, hat man verkackt, weil wenn der Keeper da kommt, kann man nichts mehr machen. Zweiter Versuch, Bro. Ja, das war falscher Ehrgeiz. Ey, mehr Tempo.
Ja. Ball vergessen. Ey, du musst schon Balltempo. Ja? Hä, Digga? Ja, Mann! Er macht viel zu Dings! Ich meine, das bringt nichts mit diesen Fake-Skills, die ich eh nicht kann und so. Einfach auflaufen. Ja, das ist halt. Ohne viel Schnickschnack, aber erfolgreich, ja, muss man sagen. Wozu diese. Bringt nichts. Einfach weitermachen. Pro Onza, was sagst du? 1 gegen 1 kannst du? Ich muss kurz überlegen, was ich mache. Man darf keinen Schritt zurück machen, stehen bleiben, ist dumm, schnell schießen. Ist ja drauf eingestellt jetzt. Mal. Boah, das sieht so heftig hier aus mit dieser Skyline. Jetzt einen schönen 1 gegen 1 rausknallen. Hopp, 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 hopp! Ah! Ist das krass. Durchgang Nummer 2. Boah, Junge, Junge, Junge. Jubel, Jubel, Jubel. Ich brauche einen Jubel von dir. Aber die von Jubel, keine Ahnung. Gnabry einfach. Er hat Zeit hier, er hat sein Bart. Hat jemand meine Ehre gefunden? Ich glaube, ich suche sie mal dahin. Irgendwie ist die weg. Ich muss halt dazu sagen, guck, was er mit dem Schuss eben gedrückt hat. Ich muss jetzt ein bisschen sowas. Bisschen machen. Rache, sagst du? Aber das ist, jetzt aber das ist zu viel Rache. Der Mann hat Eltern, Geschwister, die dieses Video sehen und so. Du weißt, er schläft auf Couch, ne? Bei seiner Freundin oder so heute. Ja. Dritter Versuch. Nein, 3 von 3. Der Mann wird immer reicher und reicher und reicher. Das sind viel zu viele Punkte. 6 Tore schon. Nein. Ich bin kein Torhüter, aber er macht sich auch Dinger einfach eiskalt rein, muss man Bro, sagen. Ich dachte, ich bin ein scheiß Keeper. Du bist ja noch schlechter als ich. Hey, Junge, die hättest du auch nicht gehalten. Hey, Leute, ich muss jetzt alle 3 reinmachen, damit ich bei denen gleich ziehen kann. Ja, aber wir haben danach eh noch eine Challenge. Also auch wenn du vergibst, ist noch nichts durch, aber wäre besser für dich, alles zu treffen. Ja. 3-1 gegen 1. Tschüss! Oha! Ein Mann, ein Macher. Wow! Aber jetzt weiß ich ja, was mich einlässt. Einfach hängenden Kopf auf einmal hat der. Der Mann ist gebrochen. Ich war ganz darauf eingestellt. Auf einmal kommt er angesprintet, aber ist okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Schlau, muss man ihm auch lassen, ne? Oh, jetzt haben die Beef. Das ist geil für mich. Kennt ihr das, wenn sich der Dritte freut einfach? Und jetzt fetzt er. Ah, okay. Sehr solide gemacht. Sicher vom Keeper. Was ist passiert? Ich probiere zu tun. Scheiß drauf. Das war schwach. Ich glaub, rauslaufen bringt was. Einfach mal reingehen. Einfach mal 1 gegen 1 ist das Beste auf jeden Fall. Ich wollte das vorhin nicht machen, weil sonst hätte ich euch den schon verraten. Egal, aber ich habe gesagt, ich wollte unbedingt die Zone. Egal was passiert. Kennt ihr das? Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Und das finde ich. Dann sieht gut aus für dich, ne? Okay, Freunde, wir kommen zur letzten Challenge. 11-Meter-Schießen, aber die Freistoßmauer steht im Tor. Das heißt, man kann, auch wenn man will, durch die Freistoßmauer durchschießen, über die Freistoßmauer durchschießen. Wird richtig verrückt. Ich bin gespannt. 2 Schüsse hat jeder noch. Das heißt, Wakes kann nicht mehr gewinnen. Ich will nur noch für die Ehre spielen. Und ich brauche noch einen Treffer. Ich will die 2000 Euro, Bruder. Ich will sie so gerne. Bitte, für FIFA Points. Ich fange an zu schießen bei Danny. Das ist auch ein Bruch. Das Ding ist, bei der normalen Challenge hätte ich euch auch angeboten, doppelt dreifach, aber heute ohne diese, ne? Krank. Das Ding ist, ich muss als erstes schießen, bei mir geht es aber um eh nichts mehr. Das heißt, ich versuche einfach schöne Tore zu machen. Über die Mauer, Danny-Tunnel, die Mauertunnel, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ready, Torwart? Guck mal, wo er steht, Digga, weil ja, er die Mauer ich auch machen. Als Backup. Oh! No! Okay, Freunde, der erste drüber. Ey, Brudi, Richtung war perfekt. Brudi, du musst ja nicht mehr verlieren, ne? Ey, du hast ja schon sicher verloren. Ja. Probier Rabona-Tor über die Mauer. Rabona über die Mauer. Schaffst du das? Ich weiß nicht. Schwer, aber ja. Ich kann probieren. Soll ich mal probieren? Ey, ja. Ey, wenn du den reinmachst, hast du eigentlich die Challenge trotzdem gewonnen, obwohl du verloren hast. Ready? Oh! Aber sie kann Herz. Ey, Bro, wenn der reingeht, sag ich zu dir, du bist der Beste von hier allen. Von uns allen. Das Krasse an der ganzen Sache ist, ich bin jetzt bei Heisen im Tor. Das heißt, wenn du gegen mich die beiden machst, bist du gegen Danny selbst im Tor. Ja, und dann kannst du Danny selbst rasieren. Das ist selbst in der Hand. Aber ich bin scheiß Torhüter. Also eigentlich muss ich die jetzt mal reinmachen und dann muss ich hoffen, dass Danny schlecht schießt. So. Nichts ist unmöglich, Kumpel. Oh, na gut. Danke, Jungs. Ne? Schulkarten lesen, Geräte kurz. Ne? Könnt ihr Karte durchschieben, alles. Warte, zieh durch, Bruder. Ciao, ne? Danke, ciao. Okay, Leute, ich bin sicherer 2. Platz. Hey, stabile Unterschriften, aber. Ist abgefroht leider ein bisschen. Von der Fahrt und so. Wow, sogar noch diese. Flyammy Rates aber noch super. Mal schauen. Der kann noch gehen! Hä? Spaß. Gegen den Kopf geflogen oder so von der Mauer, schade. Sauer, ja, mach Mauer kaputt. Kannst du anziehen? Ja.
Das wär... einfach ein paar Dinge raus, dass er nicht zu doll hofft. Er soll nicht hoffen jetzt. Nee, ich hoffe gar nichts. Ich hoffe, dass du 2000 Euro bekommst. Ja, Scheiße. Okay. Danny, wie fühlt sich das an als Gewinner? Du kannst jetzt einfach nur noch zeigen, was du kannst. Du weißt, du hast gar keinen Druck. Einfach gucken, was geht. Vielleicht nochmal einen Winkel hauen und uns komplett zerstören. Ey, ihr seht das, wir sind nicht die besten Fußballer. Wir spielen auch Spaß Fußball. Ihr wisst, wir sind FIFA-Gamer. Wir haben ein bisschen zu viel Geld, deswegen machen wir so eine Scheiße hier. Aber wir sind keine Fußballer, deswegen ihr schießt wahrscheinlich besser. Aber komm, ey. Zwei Junge, jetzt haut er dir so einen Winkel. Das Runde muss ins Eckige. Ach, ist das krank. Ist das krank. Und da labert der vorher noch irgendwas wie so ein FIFA-YouTuber. Ach komm, lass es einfach. Guckt euch den Schuss an. Er lupft den wieder rein. Ist das krank? Dann hat er gesagt, dass ich bei ihm schieße und dann wäre Quatsch gewesen. Ja, okay. Wir müssen die Schuhe putzen, haben wir auch noch gesagt. GDs geht raus an Daddy, lasst ein Like da, wenn ihr so eine Challenges öfter sehen wollt. Macht so viel Spaß. Abonnieren ehrlich. Nicht vergessen. Geld kriegst du irgendwann nächstes Jahr oder so, ne? Lasst ein Like da. Ciao. Peace. Ciao.